Leckkuh. Und zwar habe ich heute, war ich heute live bei Minecraft Bro Gamer. War ich heute live bei seinem Let's Play dabei. Ich stelle auch den Link in die Beschreibung, damit ihr alle mal anklicken könnt, weil ziemlich cool und auch nur ich auf dem Gebiet. Ich gehe zusammen mit ihm die Schule. Ja, und wir haben echt Fun. Ja, macht doch kaputt. Ja, und es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Bam, bam. Er macht übrigens auch Let's Plays. Und ja, ich habe ja schon gesagt, dass wir in die Schule gehen. Das müsste eigentlich alles sagen, dass auch aus Österreich kommt. Und falls es meine Ausländer so, nein, er kommt auch aus Österreich. Also er ist Stadtbürger. Die Staatsbürgerschaft. So. Ja. Gut. Also müsst ihr unbedingt mal reingucken. Also, weiß nicht. Wenn er vor dir steht, die weiß nicht. Dummsten Ideen kommen. Ist es auf jeden Fall wert, dass jemand da reinguckt. Denn er ist gleich dumm wie ich. Schon allein mit dem Versprechen. Also nicht das Versprechen, wenn ich jetzt dir mein Wort gebe, sondern das Versprechen. Also wenn man jetzt Baum sagt und man sagt Aum oder Zaun oder keine Ahnung. Zaum. Wie auch immer. Ja. Und vielleicht machen wir auch mal etwas gemeinsam. Das würde die Dummheit bei uns steigern. Und das wenn wir etwas mal zusammen machen, sehe ich jetzt schon, dass da nichts Gutes dabei rauskommt. Denn wir sind auch in der Schule ziemlich dumm. Also nicht dumm in wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns nichts rauskennen, sondern dumm in dem Sinne, dass wir einfach Blödsinn machen. So, jetzt brauche ich endlich mal nur Holz. Das nehme ich mal mit. So. Zack, gehe ich hier hin. Einmal rechts geht, bekomme ich gleich 64 Stacks. So, das packe ich hier hin, das packe ich da hin. Zack, bumm, das reicht auch. Eins bleibt über. Zack. 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 Gut, jetzt habe ich hier ein Zäunchen. Aua. Denn jetzt kommt der Clou bei dieser Sache. Okay. Jetzt werden wir zum Beispiel, wenn wir jetzt hier unser Haus haben, vielleicht mal messen, das Haus wird bis dahin gehen. So ungefähr. So ungefähr. Das heißt, ich kann hier mal. Hier? Was ist denn da los? Okay, gehe ich halt hier hinten hin. Zack, 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 zack. Was ist denn das für ein Fail, Mann? Das geht mir schon wieder am Arsch. Ich glaube, ich werde das woanders hinbauen müssen. Wenn es hier nicht geht, also ich werde es vielleicht, wenn ich gehe es in die Richtung auch. Zack, 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 so, jetzt haben wir etwas Holz wieder. Ich glaube, das müsste jetzt reichen. Oder dürfte reichen, sagen wir so. Ja, Hühnchen, hier bin ich ein bisschen im Weg. So. Hier haben wir. Hier packen wir unser. Ja, Hühnchen. Jetzt musst du hier raus.
Komm. Komm, komm, komm. Ja, ich hab... Knochig. Komm, jetzt kommt doch da raus. Soll nicht scheiße. Ja. Du kannst da nicht drüber... Willst mich verarschen? Geh, komm. Komm. Brav. Brav. So, jetzt hole ich mir noch schnell eine Tür, damit ich das so zupacken kann. Zack. Ja, hier geht sich keine Tür aus, aber so geht sich eine Tür aus. Zack. Da halt packe ich rauf. Und jetzt habe ich hier eine Tür. Sieht zwar nicht elegant aus, aber ich habe eine Tür. Gut, jetzt werde ich hier, 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 hier Fackeln hinsetzen. Und Tiere, also Kühe, sonstiges, respawnen eben nur bei Licht. Das bedeutet dann eigentlich, dass dieser Typ extrem dumm ist. So. Das bedeutet dann, wenn es Nacht ist, respawnen die Tiere nur an dieser Stelle. Daher gut, dass du keine Angst mehr hast, damit, weil ich dich vergessen habe. Out of access. Gut. Dafür hast du schon 16 Holz. Süß. Gut, so. Hast du hier wieder deine Äxte, kannst du weiterarbeiten. So. Es gibt auch Mining-Mod. Aber dann... Weiß nicht. Hab Angst, dass Zombies ihn umbringen, ganze Zeit. Das wäre scheiße. Vielleicht werde ich da hinten, da ganz hinten mal so einen Typ hinsetzen. Mal gucken, was da so passiert, weil ich habe nicht ausprobiert, was passiert, wenn... Aber er baut auch von selber Fackeln. Das finde ich extrem cool. Okay, weiter geht's. Sonst können wir auch das den Teich zumachen. Wenn wir unser Haus vergrößern wollen. Ja, es wird schon langsam Nacht. So. Es wird schon langsam Nacht. So. Jetzt werde ich wieder schauen, dass ich Leder bekomme. Damit ich mir die Rüstung jederzeit nachproduzieren kann. Und dann, wenn ich jetzt wieder eine Rüstung habe, werde ich mal so ernsthaft in die Höhle gehen, also ganz ausleuchten und alles erkunden und so, dass man auch sieht, was es noch so unter Minecraft gibt. Nicht so oberhalb, so hier Tiere gibt es überhaupt nicht. Aber wie wir schon bei Gronkh gesehen haben, wenn man ein Hühnchen unterirdisch findet, sollte man sofort abhauen. So. Und ein braunes Schaf. So, bekommst du... stinkende Fackeln, Arsch. Komm. Jetzt bleib doch... Jetzt ist... Zack. Boah, sogar drei braune Wolle. Ich finde es gut, dass es jetzt braune Schafe gibt und du... Und du... Komm. Du brauchst dich nicht wehren. Ich weiß, dass es dir gefällt. Das war zwar die Hälfte, aber du dafür so richtig... Hast du die doppelte Kraft da bekommen. Zack. Ja. Intelligent. Intelligent, intelligent. So. Ich finde die Leute echt ziemlich dumm, muss ich sagen. Ist echt ein bisschen doof. Hier, der arbeitet hier brav. So. Aber ich finde den ein bisschen dumm, obwohl er auch schon viel gemacht hat. So. Und so bekommt man Holz extrem schnell, finde ich. Und so, wie sie aussieht, werde ich mir zack, 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 auch... Achso, die muss, glaube ich, ganz sein, oder? Ja. Zwei so mal bauen und jetzt gucke ich mal, ob sich das noch ausgeht. Zeit. Hä? Dann nicht die Sonne. Wo ist die Sonne dann? Oh, leck. Ja. Ich habe keine Sonne mehr. Okay, jetzt gucke ich echt mal. Warte mal. Was, sie geht unter? Ich habe keine Sonne mehr, aber sie geht unter. Da drüben vielleicht irgendwo
Am Berg oder keine Ahnung. Ist mir auch ziemlich egal. So, und hier können wir beobachten. Vielleicht. Wie sind hier? Respawn, jetzt warte ich mal einfach. So, jetzt muss ich ja nur warten, bis Nacht wird. Aber ich habe eine Idee. Ich kann das. Hier ist ja irgendwo eine Höhle. Und nicht allzu groß passiert ist hier. Ja. So, ich gehe jetzt rein und so. Und hier werde ich den Typen platzieren. Zack. Und was steht da oben? Sleeping. Wow. Wow, ich schieb dich wieder raus, sonst aufhörst zum Schlafen. Könnte es brenzlig werden. Gut. Jetzt gehe ich wieder raus. Hier kommt da schon der Mond. Zack, 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 zack. Hündchen, du bewachst das alles hier. Zack. Gut. Aber ich muss ein bisschen warten, dass hier die Tiere respawnen. So, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich mache mal hier Ordnung. Zack, zack. Ich werde mir mal zwei Kisten machen. Oder drei oder vier. Sagen wir mal ein paar Kisten. Zack. So. Jetzt habe ich hier die Kisten. Und baue ich hier mal professorisch hin. So. So. Ich werde hier das mal entfernen. Ich habe keinen Platz mehr. Denn ich werde das zu meiner Essenskiste machen. Habe ich ganz Essenszeug rein. Ja. Und es gibt übrigens bei dem Mod da. Gibt es übrigens auch. So, zwei nehme ich mit. Gibt es übrigens auch. Mann, wie heißt's denn? Das muss ich aber auch irgendwo hin machen. So. Ist zwar nicht die beste Lösung, aber es ist eine Lösung. So. Hier werde ich die ganzen Rohstoffe reinpacken. Holz, Stein, Erde. Ja, Kohle habe ich auch rein. Ja, und hier habe ich Gravel, Clay, Kohle, Sand. Ah, Flint nicht unbedingt. Na, auch nicht. Aber das. So. Das und das. So, ich werde es jetzt so machen. Holz werde ich so stapeln. Das Holz werde ich so stapeln. Stein. Ja, so stapeln. So, Sand kommt hier hin. Erde kommt dahin. Kohle kommt dann dahin. Nee, so. Und dann kommt das daher und dann das da. Das so. So. Ja, so. Nein, der kommt. Ja, das passt jetzt da. Und er wird nicht angegriffen und respawnen hier schon ein paar Tiere. Nee. Also das ist gerade so richtig fehlhaft von mir. Okay, egal. Jetzt habe ich hier so und jetzt hier kommt der Rest rein. So, hier kommt die Wolle. Schön. Von hell zu dunkel.